Moin Leute, jetzt geht es um ein Thema, das ihr wahrscheinlich immer und immer wieder im Fernsehen oder im Radio zu hören bekommt. Und zwar um Migration. Auf geht's! Okay, zuerst sollten wir wissen, was Migration überhaupt ist. Kurz gesagt bedeutet Migration, dass eine oder mehrere Personen ihren Lebensort für einen langfristigen Zeitraum wechseln. Allerdings muss man mit dem Begriff vorsichtig sein. Und zwar, wenn es darum geht, warum jemand seinen Lebensort überhaupt geändert hat. In manchen Definitionen sind Migranten nur Personen, die ihren alten Wohnort freiwillig verlassen. Zum Verlassen gezwungene Personen hingegen werden in so einer Definition dann als Flüchtlinge bezeichnet. Oft wird es jedoch nicht unterschieden, weil es meistens schwer zu sagen ist, ob eine Migration freiwillig war. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Sagen wir, dass es an einem Ort, zum Beispiel durch immer wiederkehrende Dürreperioden, nur sehr unfruchtbare Böden gibt. Eine an dem Ort wohnende Familie lebt wegen dieser Umstände am Existenzminimum. Die Familie hat sich an diesem Ort allerdings schon mit viel Kraft ein Haus aufgebaut. Die Familie lässt nun ihr Zuhause zurück, in der Hoffnung, woanders eine Arbeitsstelle zu finden, um eine bessere Versorgung für sich zu erreichen. Jetzt ist schwer zu sagen, ob die Familie freiwillig gegangen ist, oder? Theoretisch hätten sie an dem Ort noch einige Zeit am Existenzminimum leben können. Allerdings war ihre Gesundheit durch die Wasserknappheit gefährdet. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen ihren Lebensmittelpunkt woanders hin verlegen. Ein sehr häufiger Grund ist die Flucht vor Krieg. Aber auch Naturkatastrophen können ein Grund sein. Damit ist nicht nur Dürre, wie in unserem Beispiel von eben gemeint, auch das Gegenteil, also starke Überschwemmungen oder andere Naturgewalten, können ein Auslöser für Migration sein. Auch diskriminierende Machtstrukturen in der Politik oder Religion können Gründe sein. Das kann zum Beispiel die Diskriminierung von sexuellen Orientierungen, der Hautfarbe oder der Religion sein. Andere Gründe können die Hoffnung auf bessere Wohn- und Arbeitsbedingungen, der Ortswechsel für eine Heirat, bestimmte Bildungsgänge oder einfach der Rückzug aus dem hektischen Leben im Alter sein. Auch Zwangsverschleppung ist eine Art der Migration. Man darf nicht vergessen, dass es früher auch viel Sklaverei gab. Okay, das waren schon mal einige Gründe. Und wie wirkt sich das dann bei den Ankunftsorten aus? Da können dann verschiedene Vor- und Nachteile entstehen. Wenn sich Kulturen durchmischen, können viele Ideen, Traditionen oder Kunst ausgetauscht werden. Allerdings kann es durch die verschiedenen Kulturen und Ansichtsweisen auch zu Interessenkonflikten kommen. Ein weiterer Vorteil hingegen ist, dass die Migranten meistens irgendeinen Job suchen. Deshalb besetzen sie häufig Arbeitsplätze, die bei den vorherigen Einwohnern unbeliebt und offen geblieben waren. Allerdings kann es in der Kommunikation am Arbeitsplatz oder bei Kindern in der Schule zu Verständigungsschwierigkeiten kommen. Da die Migranten und Migrantinnen häufig noch jung sind, können sie den Altersdurchschnitt der Gesellschaft senken. Allerdings sind nicht alle Migranten legal in dem Zielland. Das kann zu großem bürokratischen Aufwand und Problemen führen. So, das waren jetzt schon mal eine ganze Menge Infos zu Migration. Fassen wir das Ganze doch nochmal zusammen. Migration bedeutet, dass eine oder mehrere Personen ihren Lebensort für einen langfristigen Zeitraum wechseln. In manchen Definitionen sind Migranten nur Personen, die ihren alten Wohnort freiwillig verlassen. Zum Verlassen gezwungene Personen hingegen werden in so einer Definition dann als Flüchtlinge bezeichnet. Migration kann vielfältige Gründe haben. Außerdem ergeben sich durch sie verschiedene Vor- und Nachteile. Du willst passende Aufgaben zu diesem Video? Dann klick jetzt hier und hol dir die SimpleClub-App. Dort findest du Aufgaben auf Klausurniveau und mit einfachen Lösungswegen, sodass du alles verstehst. Also klick jetzt hier und hol dir die App. Bis gleich.